Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project RT V2. Mit mir dabei sind wieder der gute Bakerman. Hallo. Der Dosch. Hallo. Dann haben wir hier noch einen Butze, der sich versteckt. Hallo, ich wollte nur in dein Blickfeld kommen. Achso, okay. Und hier der Crazy. Hallo. Und dann haben wir noch Sangar zu Gast. Salve. So, und Sangar hat uns ein schönes kleines Programm vorgestellt, und zwar hier mit dem Spiriter Dusty, einem Roboter von Open Computers. Und zwar eine kleine Version von ihrem Schematics-Programm, was sie in ihrem Let's Play selbst benutzt haben. Jawohl, genau. Soll ich's starten oder möchtest du? Ich probier's nochmal. erstmal. Ja, schief gehen kann's ja nicht. Nee, ich hoffe nicht. Also, nicht, dass Caps. Es. Caps. Caps Lock. Ja, Caps. Ich hab's gemerkt. So, Clear erstmal. Wie heißt das Programm? Bild. Einfach Bild. Und dann den Namen von der Datei, was Plan ist. Ganz kreativ. Ah, Bildplan. So. Genau. Dieser kleine Roboter hat vor sich eine Kiste mit Baumaterial. Die er jetzt gerade selbst geöffnet hat, hoffe ich. Oder auch nicht. Jeder darf mal reingucken. Man könnte auch mal lesen, was da drin steht. Genau. Ah, I'll be breaking on slabs. Okay. Also put a stack. Ah, ja. Sehr schön. Der baut natürlich noch ein bisschen Dirt. Als Bauhilfe. Genau. Genau. Weil das ist noch so basierend auf einer Version, wo es noch nicht das Upgrade gab, dass wir irgendwo platzieren können. Sprich, da braucht er noch Bauhilfe zum Anbauen als Referenzblock quasi. Genau. Mittlerweile habt ihr den Engine-Upgrade noch mit eingebaut. Richtig. Macht die Sache natürlich deutlich einfacher. In der Tat. Ja, das Angel-Upgrade habe ich selbst auf zwei Programmen laufen, da hinten bei der Farm. Und zwar, damit die eine Ender-Chest auch überall hinsetzen können, um ihr Inventar zu leeren. Ah. So, und was baut er jetzt hier genau? Eine kleine Pyramide. Also eine kleine Pyramide. In der Größe sieht es dann eher aus wie ein Iglo, aber... Okay. Ja gut, man kann in vielleicht noch ein bisschen was mit Microblocks machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich die Dinger Microblocks. Also sie können Microblocks setzen, ich weiß bloß nicht, wie akkurat. Müsste man vielleicht mal ausprobieren. Aber man kann doch die Seite spezifizieren, an der ersetzt. Schon. Könnte man ja mal austesten. Zum gewissen Grad kann man das schon kontrollieren, ja. Aber. Könnte so, er denn mehrere in einem Block setzen? Also wenn man diese Dinge hat, habe ich ehrlich gesagt von sitzen kann. Noch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Ich würde mal befürchten, dass nicht, aber könnte. So, wenn jetzt der Roboter läuft und ich möchte den anhalten, also ich möchte jetzt quasi das Programm stoppen, gibt es da irgendwie eine bestimmte Tastenkombi? Jein. Kommt drauf an, was der Roboter tut. Also es gibt in dem Default, sagen wir mal, Betriebssystem, gibt es zwei Sachen, die unterbrechbar sind. Das ist zum einen OS Sleep, also einfach eine Zeit lang warten, oder Event.pull, was heißt auf ein bestimmtes Signal warten. Und wenn er gerade auf eine von diesen beiden Methodenaufrufe wartet, dann oder beziehungsweise dahin kommt und es davor gedrückt wurde, dann kann man mit STRG Alt C ihn zum Unterbrechen zwingen. Okay. Also es gibt dann keine andere Möglichkeit. Also wenn er jetzt hier so läuft und ich dann... Wenn du ihn sonst anders wie unterbrechen willst, dann musst du ihn einfach kurz ausschalten und anschalten. Okay. Wird was dann passiert, wenn da jetzt merken? Einer in den Weg läuft? Wenn du ihn forcierst, beendest und dann auch das Programm beendest, dann nein. Wenn ihm der Strom ausgeht, dann merkt er sich die Position, ja. Okay. Also das ist... Aber das ist halt in dem Bauprogramm eingebaut. Ja. Also... nehmen wir jetzt mal weiter an, der ist jetzt hier am Bauen, es gibt keinen Chunkloader, ich gehe weg und der will dann noch weiterbauen, aber der Chunk ist nicht geladen. Habt ihr irgendwann noch vor, einen Chunkloader oder sowas mit einzuplanen, so wie das Angel Upgrade, dass er einen Chunkloader bekommt? Ja, im Endeffekt schon. Also dazu muss gesagt werden, ich meine, das macht ihm im Endeffekt nichts, weil er ist ja dann auch entladen und sobald der Chunk wieder geladen wird, ist der Roboter auch wieder geladen und dann macht er da weiter, wo er aufgehört hat. Mhm. Also das wird dann trotzdem fertig. Aber es ist in der Tat... geplant, mehr oder weniger, dass es irgendwie mal als Upgrade für Roboter auch einen Chunkloader gibt. Da hat mal jemand gemeint, er will es machen, so gesehen. Deswegen habe ich jetzt nicht weiter drum gekümmert. Aber da habe ich jetzt auch schon länger nichts mehr gehört, so gesehen. Werde ich vielleicht auch mal wieder schauen. So, also die erste Wand war, mal geben, ja. Die erste Wand war ja eine Referenzwand und so sehen wir dann das fertige Gebäude, eine kleine Pyramide.
Dann schnuppe ich. Ja, ich glaube, die lasse ich auch hier stehen. Ich kann dir noch ein Bett. Oh, nee, das ist. Oh, nee. Ist ein bisschen eng. Machen wir es ein bisschen heller. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Sehr heimlich. Mit Kerze, sehr schön. Super. Ui. Romantisch. Also die Roboter, die können ja nicht nur bauen, sondern auch minern gehen. Und wenn die dann irgendwo unten in so einer Mine sind, kann ja unter Umständen auch mal Lava drüber fließen. Ja, Lava macht ihnen nichts. Macht nichts. Macht nichts. Sind Lava-resistent. Sind sogar, glaube ich, Creeper-resistent. Was man hier definitiv noch sagen muss, ist der große Unterschied zwischen dem hier, dem Robot, und das, was wir aus Computercraft kennen, ist der linke Slot hier, dass man ein Werkzeug ihm geben kann und das kann er auch verwenden. Das kann egal welches Werkzeug sein und das ist das Interessante dabei. Er kann also mit den Tinker's Construct Werkzeugen arbeiten, er kann auch zur Not mit dem Crescent Hammer arbeiten oder mit einer Wrench oder völlig egal was. Hauptsache man legt es ihm links unten in den Slot rein. Ist eine sehr praktische Angelegenheit, vor allem wenn man sowas wie Silk Touch haben möchte oder ähnliches. Absolut geniale Idee. Finde ich super. Da hätte ich sogar ein aktives Beispiel. Uhu. Wenn die Herrschaften mir folgen würden. Oh, wir folgen? Ja, man muss auch sagen, er kann links und rechts Klick machen, ne? Genau. Also man kann auch Knöpfe drücken und so. So, einmal hier runter bitte. Trappel, 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 trappel. Hier ist viel los. Mann, du hättest den Raum größer bauen können. Der Bude ist zu klein. Ja, muss man ausmachen. Ich habe gedacht für ein paar Zuschauer. Und hier haben wir Skynet. Also die Namensgebung, Skynet. Die Namensgebung ist wirklich phänomenal. Die ist wirklich genial. Er wird uns mal beherrschen. Es ist eine kleine Textdatei. Also wer möchte, kann auch einfach bei GitHub Pull Request machen mit weiteren Namen. Nur so. Ach, schau mal hier. Der hat irgendwie einen Fehler da reingemacht. Okay, gut. Muss ich später mal gucken. Spannende. Auf jeden Fall. Der. Keine Erze zu verarbeiten. Ja, den kann er nicht platzieren, den Ruby, oder? Nee, irgendwie nicht. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Ah, hier ist ein Gedränge. So, genau. Ich will auch was sehen. Ach, schau mal hier. Ja, ich weiß warum. So. Die Enderchest war voll. Ah. So. Gut, also dieser Roboter, der hat beigebracht bekommen, die Erze, die in der normalen Holzchest sind, rauszunehmen, vor sich zu platzieren und dann mit einer Silk Touch bzw. mit einer Fortune 3 Spitzhacke zu bearbeiten, um dann eben aus den rohen Erz eben ein bisschen mehr rauszubekommen. So, und da haben wir dann natürlich das Phänomen, dass er sich was rausholt, hier platziert und dann eben auch mit der Tinker Construct Spitzhacke die Erze bearbeitet. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass der Roboter von sich aus den Werkzeug wechseln kann? Noch nicht, nee, aber es ist wie so vieles geplant, dass es dann Upgrade geben wird, mit dem man das machen kann, ja. Kann man also denn auf den Slot zugreifen mit einer Pipe oder so? Richtig, kann man. Oh Gott, das ist nicht falsch reden, genau. Die rechte Seite kann man eben das Tool rein oder raus mit irgendwie externen Pipes, sonstiges. Linke Seite ist für Komponenten. Und vorne, oben, unten ist für Inventar. Ja, sehr gut. Dann kann ich den ja automatisch wechseln. Jo. Ja gut, in der nächsten Version ist ja geplant, dass er dann merkt, wenn das Werkzeug dann verbraucht ist, oder? Mit wem sprichst du jetzt? Ja, mit dir, mit Sanga. Die Haltbarkeit von, also jetzt gut, von Tinkers jetzt noch nicht, aber generell kann man ja schon abfragen. Sprich, das kann man generell, prinzipiell kann man das ja eh schon testen und klar, nächste Version ist, wie gesagt, zum einen kann man das dann auch den Roboter selber wechseln lassen wahrscheinlich, weil es ein Upgrade geben wird. Zum anderen schaue ich, dass ich noch die Haltbarkeit von Tinkers richtig auslese, ja. Sehr schön. Gibt's schon ungefähr einen Termin für 1.3? Also ich wann alles kaputt schätze geht? So, ja, genau. Also grob Schätzung würde ich mal sagen, Ende des Monats vielleicht erst im Term mal schauen. Okay. Gut. In meinem Tooltip hat man jetzt gerade gesehen, Skynet hat schon Level 2 erreicht und somit auch das Stored Energy, dass sie erhöht wurde. Standard ist ja 50.000, der hat jetzt mit Level 2 60.000. Was war da der Hintergrund für diese Idee von euch? Das war eigentlich mehr so irgendwie, wir fanden es lustig, dass wenn die Roboter mehr arbeiten, sie mit der Zeit besser werden. Und dann haben wir beschlossen, sie können Level-Ups kriegen und kriegen dann ein bisschen mehr irgendwie Boni halt dafür. Also das eine ist eben Energie, das andere ist, dass sie Werkzeuge effizienter nutzen können.
Also zum einen schneller Erz abbauen und weniger Haltbarkeitsverbrauch. Das ist in 1.3 dann ein extra Upgrade. Das ist momentan ja noch eingebaut, das mit der Erfahrung, und in 1.3 wird das dann ein extra Upgrade sein. Mhm. Okay, super. Bis zu welchem Level können die eigentlich gehen? Sie können bis Level 30 werden. Oh. Oh je. Ja, das dauert. Ja, dann haben sie 200.000. Genau. Da halten sie nicht lang durch. Und wie lange muss man dafür den ackern lassen? Schorweilchen. Ja. Gibt's da irgendwo eine Tabelle, wo man einsehen kann, wann er ein Level up bekommt? Bei wie vielen Blöcken oder Steinen, die er gesetzt hat oder abgebaut? Nein, also ich hab's mal irgendwo, warte mal. Ja, ich hab's mal irgendwo als Bildchen hochgeladen, aber im Endeffekt, also die Werte sind ja auch in der Config drin. Okay. Also die kann man modifizieren. Ja, wenn man möchte, kann man. Man kann im Grunde alles konfigurieren. Deswegen ist die Config auch so lang. So muss das. Ja, ich habe mir noch nie angeguckt. Ja, die ist auch sehr ausführlich dokumentiert, weshalb sie noch länger aussieht. Stimmt, muss ich sagen. Ist echt gut gelungen, die Config. Konnte man mit dem kleinen Kerl hier auf Redstone zugreifen? Mit einer Redstone-Karte, ja. Ah, der braucht eine extra Karte, aber er hat nur einen Slot, ne? So schaut's aus. Habt ihr da eventuell vor, dass man dem mehrere Karten geben kann? Oder ja, bleibt es bei genau. Einer? Also, ich kann euch mal einen Link schicken, das ist halt dann, könnt ihr, weiß ich nicht, wie ihr das machen wollt, aber Gott, gute Güte. Mit momentanem Stand, wie es dann im Endeffekt aussehen wird. Also im Endeffekt ist es so, es gibt dann einen Assembler-Block, also ein so ähnlich wie eine Workbench, bloß halt ausschließlich für Roboter. Mhm. Und da kann man dann ein Case reinlegen, Computer-Case, 1, 2 oder 3. Und dementsprechend, welches Case das ist, kann man dann unterschiedlich eben die Komponenten konfigurieren von dem Roboter. Okay. Und dazu zählt zum einen halt dann wirklich der interne Part, also so ähnlich wie beim Computercase auch, also CPU, RAM, Festplatte, Karten. Karten, ja. Und ein paar fest eingebaute Komponenten und dann, das ist dann ein neuer Item-Typ im Endeffekt, Upgrade-Container sozusagen. Also da gibt es dann, das sind dann die drei Slots im Endeffekt, die jetzt halt schon in der GUI sind, außer dem Tool. Die können dann konfiguriert werden im Endeffekt durch Container. Und so kann man dann recht flexibel seinen Roboter gestalten. Aber man braucht den Assembler, ne? Man braucht schon diesen Assembler-Block, genau. Konnte man die dann auch wieder auseinanderbauen? Man kann sie auch wieder auseinanderbauen, richtig. Es gibt dann noch einen neuen Disassembler-Block. Genau, also der Disassembler-Block kann verwendet werden, um ein beliebiges Item aus Open Computers zu zerlegen. Hat aber, also zum einen braucht er Energie dafür und zum anderen hat er eine 5%ige Chance per Default, also ist zumindest momentan so der Plan, dass ein Gegenstand, der eben dazu verwendet wurde, um das Item zu craften, dabei kaputt geht. Also es kann passieren, dass Gegenstände kaputt gehen beim Disassemblen. So als kleine Komponenten. Als kleine Ermunterung, nicht fröhlich darauf auszulegen, es alles wieder gleich zu zerlegen, sondern schon ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was man da eigentlich so baut. Ja gut, wenn man zu Hause den Computer auseinander und zusammenbaut, muss man ja auch ein bisschen aufpassen. So hat man ja auch 5% Verlust. Richtig. Ja, eine Schraube bleibt immer übrig. Ja, aber das Konzept hat dann nämlich ein bisschen an Steve's Cards, kann das sein? Dass es so ist Stück davon geht? Durchaus so ein bisschen inspiriert, richtig. Okay, alles klar. Nur da kann man ja nichts mehr zerlegen. Hey. Ja. Doch, geht inzwischen auch, oder? Ah, sehr gut. Zerlegen? Ich meine, es gibt so ein, du kannst diese Maschinen doch mit so einem Upgrade versehen. Da gibt es tausende Upgrades. Aber wir haben es doch drauf, Moment. Ja, schon länger nicht mehr gespielt. Ja, dieses Zerlegen muss man noch. Ja, hast du überhaupt noch Zeit, nebenbei beim Programmieren noch zu spielen? Ich meine, außer deinem Let's Play. Hält sich in Grenzen. Also Let's Play ist im Endeffekt das einzige Minecraft, was ich so unter der Woche normal spiele, ja. Aber das ist auch ein bisschen unibedingt. Also ich bin gerade so in der finalen Phase. Ja gut, das kann man dann verstehen, klar. Daher. So, und jetzt die ultimative Frage. Was studierst du? Rate dreimal. Computertechnik? Ja, Informatik, ja. Ja. Na, dann muss es ja können. Ja, hätte ich vorher auch schon. Das ist halt so, es ist so ein Telefon. Ja. Nee, es ist so, keine Ahnung. Es gibt im Studium immer so zwei Kategorien im Endeffekt. So die Leute, die vorher auch schon programmiert haben und die vorher noch nicht programmiert haben. Ich gehöre zu der Ersteren. Also ich habe vorher auch schon recht viel programmiert gehabt und so. Und daher war es dann eigentlich eine recht offensichtliche Wahl. Okay. Vom Studiengang her. Ja. Ich meine, man lernt trotzdem noch neue Sachen dazu. So ist es nicht. Aber im Endeffekt, also. Ich würde es so sagen, man lernt im Endeffekt strukturierter an Sachen heranzugehen. Also es war jetzt nicht von den tatsächlichen Techniken oder vom Programmierwissen her jetzt groß was, aber mehr so die Herangehensweise.
Gut. Ja, das ist schon richtig. Die Herangehensweise macht ganz viel aus und vor allem, wenn man mit Projekten arbeitet, wo mehr Leute mit drin sitzen, dann wird das schon schwieriger werden. Ja, das ist so das Schlimmste, so koordinieren, wer was macht und es nicht kaputt zu machen, was andere gemacht haben. Ja, da fällt mir ein gewisser Mod-Autor ein, aber ich sage jetzt nicht den Namen. Wir hüllen uns in Schweigen. Ja. Mod-Autor? Okay. Ist okay. Danach. Okay. Nein. Machen wir später. Okay. Jo. Sehr schön. Gut. Gut. Jetzt überlege ich gerade, gab es da noch irgendwas Besonderes dabei noch? Wobei? Also sie brauchen Energie, dazu brauchen sie den Charger-Block. Das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt, ne? Stimmt, hatte man nicht wirklich explizit. Genau, also Roboter brauchen wie Computer auch Strom. Sprich, und die müssen aufgeladen werden. Also richtig, sollte man vielleicht noch auch, das ist eigentlich auch noch recht explizit besonders bei den Robotern, dass sie nicht auf, ja sagen wir mal, externe Komponenten zugreifen können. Also Roboter können zum Beispiel keinen Bildschirm benutzen oder keinen, weiß ich nicht, Redstone-IO-Block oder sowas. Okay. Sondern sie können bloß die Komponenten benutzen, die auch direkt in sie eingebaut sind. Mhm. Und also dementsprechend können sie halt auch nicht von normalen Stromkabeln von draußen geladen werden, sondern müssen mit einem Charger aufgeladen werden. Okay. Aber da hat doch jetzt die Möglichkeit, hier sehe ich noch das Zine-IO-Upgrade. Ja. Damit kann er doch agieren.